Leute, jetzt geht's endlich wieder regelmäßig weiter. Wir haben es endlich geschafft, diesen scheiß Boss zu töten. Meins? Was ist hier oben? Da kamen wir her. Achso, da kamen wir her, ja. Die Story muss man auch schon so ein bisschen mitbekommen. Oh, noch mehr Story. Warte, ich möchte mal kurz die Map angucken. Oh, wir sind oben links. Das sieht wie eine Mine aus. Das sieht aus wie eine Mine. Ja, das muss ein Luftschacht der Mine sein. Herr Jungs, vielleicht finden wir Gold. Schauen wir mal nach. Immer nur Gold wollen, weißt du? Das war's. Oh Gott, neue Gegner, eine Ameise! Wow, ich bin fast tot, was? Machen die so viel Schaden? Ja, ich glaube, ich hab. Alter, ich mach nur 26 Schaden auf den Viechern. Ich mach 62, aber trotzdem. Ja, Heilung. Okay. Wow, wie viele? Pass auf, das sind so unendlich viele Gegner, weil da so ein Termitenhügel oder so ist. Und den muss man so ausschalten, bevor. Da ist doch egal, haben wir doch hier unendlich viele Erfahrungspunkte. Ja, dann bleiben wir da den ganzen Tag stehen. Jetzt hätte ich gerne eine Bombe. Oh, wie krass schnell ich zuschlage. Jo, jetzt so die 50 Bomben vom letzten Mal. Meiner schlägt manchmal schnell zu und manchmal so richtig langsam. Ich hätte gern echt dein Ding, Alter, mal ganz ehrlich, dein Stab. Ja, ich weiß, dass du mein Ding gern hättest. Bäh, nur ein paar Käfer. Sieht sehr verlassen aus, richtig? Ich hab's immer noch nicht gerafft. Wer weiß, was der Spielleiter noch vorbereitet hat. Wie er einfach schon weitergeht, obwohl er noch im Lesen ist im Endeffekt. Da, nimm du auch noch mal Käse. Ich nehm den Käse. Du kannst die Pfeile gerne haben. Dann nehme ich die komische Essenz. Oh Gott, ich bin ja mal wieder gespannt, was der Spielleiter für uns vorbereitet hat. Ja, wir sind Särge. Ich wollte gerade sagen, ich will einen Spawnpoint haben. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen kurzen Weg. Dann kann ich hier irgendwie... Oh, was ist das? Das sind so aus wie so überkrasse Orks oder so. Am Ende der Leiter siehst du zwei Wächter-Goblins. Oder Goblins, okay. Das sind dann wohl die Goblins, die sich die Mine unter den Nagel gerissen haben. Wer ist denn ein Goblin? Ne, was ist denn ein Goblin? Wer ist ein Goblin? Du, Kari, du bist ein Goblin. So eine Frage ist ja sowas von Anti-Nerd. Wer weiß denn bitte nicht, was ein Goblin ist? Ja, eigentlich schon. Sieh im Bestiarium nach. Hier liegt es. Warum habe ich euch wohl um Hintergrundwissen gebeten, hä? Sie sind die kleinen Neffen der Orks. Klein, ungeschickt und feige, aber gefährlich in Gruppen. Hey, ich schnapp mir den linken, du den rechten. Los geht's. Okay, true story. Oh, warte, ich wärme kurz. Okay, schade. ja, die wachen ja scheinbar noch nicht auf und... Boah, wie viel aushält. Boah, aber 54 Erfahrungen, das ist doch mal nice, ey. Aber ich mach so wenig Schaden mit meiner Stangenwaffe. Ich hätte gern das, die Stangenwaffe, die du hast. Ah, die sind jetzt wach, ey. Jetzt wird's schon krasser. Aber die machen immer so gleichzeitig so links, rechts, oder? Oder haben die uns jetzt... Ne, warte, der ist eingeschlafen. Was mit dem anderen? Ich gehe auf den... eingeschlafen. Oder können wir erst auf den rechten gehen? Warte, lass mal auf den gehen. Ja, der andere wacht nicht auf. Ja, ich werde wieder voll. Okay, warte, ich brauche das. Und drauf. Warte, hast du mal gerade eben erst ausgeholt gehabt. Warte mal. Das war nice. Nee, ist nix. Oh krass. Die vier Weiße richtig failen. Ich konnte nicht mehr lenken in der Luft. Ja, ich auch nicht. Ich dachte, jetzt kommt da der Fahrzug direkt. Ja, ich auch, aber der war erst ganz unten angekommen. Boah. Und wir beschweren uns wegen den langen Laufwegen. Wir machen uns das extra lang. Ja, das stimmt auch. Hier, apropos Goblins. Irgendwo hier in meinem Bestiarium, ich habe ja auch eins zu Hause. Da steht übrigens drin, dass Goblins später noch zu Orks eventuell werden. Das fand ich mal witzig. Und Orks Goblin werden, digitiert zu. Ja, so mit dem Altern. Und irgendwann werden Orks zu Trolle. Das ist irgendwie so eine allgemeine Sage oder sowas. Weil keiner weiß, ob das stimmt, aber egal. Das zu Troll, nicht zu Ogre? Ogre ist was anderes. Ja, ein Troll ist für mich was anderes als ein Ork. Ja, für mich auch, aber die... Ja. Ja. Aber weil ein Troll ist für mich sowas im Sumpf lebendes Vieh, was eine extreme Regeneration hat. Ja, das stimmt. Aber die sind meistens auch so mit so einer Keule, relativ dumm so. Lass mal hier aussteigen. Wahrscheinlich ist jetzt hier ein Savepoint, wa? Als ob. Yes. Ich will hier mal wieder... Ah, meiner. Mist, du hast echt schafft. Weißt du, ich stehe eher vor oder so, aber einen Millimeter davor drücke ich leider schon. Ach komm, so weit kann ich doch gar nicht nach rechts fliegen, oder? Oh,
da hätte man aussteigen. Du bist tot. Wohl SM-Freak, was? Wohl SM-Freak, was? In eine Grube mit Dornen zu fallen, ich empfehle den Aufzug, tut nicht ganz so weh. Wie geil. Was willst du denn? Ich dachte erst, er nimmt jetzt richtig geil den Aufzug. Oh, der Aufzug kommt hier gerade bei mir. Oh geil, ich hab's auf den Aufzug geschafft. Ja, ich hab auch gewartet. Ich dachte, der wäre schon so ein Stück unter mir und ich könnte draufspringen. Ich glaube, ich lauf gerade zurück, ich Idiot. Oh, nein, der Ork hat mich bemerkt. Ne, Goblin ist das ja. Könntest du warten? Ich würde mich auch die EP-Geld haben. It's too late to apologize. Weil ich muss ja jetzt die ganze Zeit. Direkt auf mich losgegangen, deshalb. Essenz, Essenz und noch eine neue Axt. Geil. Ist die denn besser? Handaxt heißt die. Oh, geil. Oh, du wirst es mir nicht glauben. Die ist jetzt zwar wieder relativ langsam. Aber, warte mal, wie viel Schaden meine neue Axt macht. Ich habe jetzt gerade gar nicht zugehört, weil ich das Headset nicht auf hatte. Warum nimmst du das Headset einfach so ab? Weil ich mein Shirt ausgezogen habe für dich. Okay. Nee, ich habe jetzt eine neue Axt, die macht 95 Schaden. Alter, ich will deinen Lanze haben, die wird mir schon reichen. Die hauen ganz schön zu. Etwas weiter entdeckst du eine Gruppe von 5 Goblins und 3 weiteren, die einen Hebel neben den Minenloren bewachen. Boah, das sind aber echt viele. Warte mal, wo sind 3 weitere? Ich sehe da oben nur 2 bei dem Hebel. Tja, keine Ahnung. Wie auch immer wir die von dir sehen wollen. Wohl verrückt geworden, ne? Oder was? Das sind viele. Könnte hart werden, da durchzukommen. Ich wiederhole, ein Hebel nah an den Loren. Als ob der sich verarscht. Als ob die Lore, die da alle kaputt macht. Los, Jungs, alle zusammen und gleichzeitig, dann schaffen wir das. Habt ihr das mit dem Hebel nicht gehört? Jungs, der Moment der Wahrheit. Auf sie mit Gebrüll. Was wollen wir? Was können wir? Kämpfen, gewinnen, saufen, laufen. Ich glaub's nicht. Bevor du da hochgehst, irgendwas wollte ich gerade sagen. Achso, warte, ich wollte nur mal kurz versuchen, ob ich da nicht echt die Lanze rauswerfen kann. Nein, ich glaube, weil du die durch eine vorige Kampagne gewonnen hast. Ja, da steht auch einzigartig hinter, ja, das kann sein. Nein, weil du hast die durch die Kampagne erhalten vorher. Ich konnte dir vorhin auch einen einzigartigen Gegenstand wieder droppen und den konntest du nehmen. Aber wir können sie nicht droppen, wenn es aus einer anderen Season ist, aus einer anderen Session. Ja, 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 klar, dann glaube ich. Verstehe ich das. Bist du bereit? Ja. Warte, glaub ihn. Boah, 205, wow, geile Axt. Wollen wir den Hebel trotzdem mal drücken, oder wollen wir... Ja, mach mal. Verkriecht mich. Aber gut, du hast ja letztes Mal nicht gewackelt, dafür bin ich gestorben. Also komm, aber egal, wer stirbt, wir warten auf den anderen, bevor wir die Experience farmen, okay? Okay. Es war so klar. Warte. Aber ich will noch die Erfahrung, bevor ich respawn. Ja, hast du ja gekriegt. Ja, gut, ich bin unterwegs. Was ist, wenn ich das nochmal mache? Geht nicht. Kann ich den Käse looten? Geht weg, Orks, ich will den Käse. Give me cheese! Du hast ja sowieso nicht so einen weiten Weg, ne? Einmal. Ja, ich muss aber trotzdem auf den Aufzug warten. Zweimal Käse. Weil ich möchte. Nein, ich hab daneben gesprungen. Lol, die Orks können sogar die Heilung aufnehmen. Ernsthaft? Ja. Wer ist das denn? Ja, warte mal, der Aufzug muss noch mal eben runterfahren. What the fuck, die können sogar springen, verpiss dich! Ich hab einen schon mal so ein bisschen angepickt, ich hab ihn aber noch nicht getötet. Aber ich finde die Gegner ehrlich gesagt nicht so krass. Also so die vergiftenden Fledermäuse oder so, oder diese Schlangen fand ich viel übler irgendwie. Ja, oder diese Kugeln da mit diesen Giftdingern. Ja, ja, die, genau. Die fand ich richtig übel. Und jetzt vor allem meine Axt macht ja richtig viel Schaden, ne? Hast du das gerade gesehen? Ich mache über 200 Schaden manchmal. Also ja, ich habe ja noch diese scheiß Noob-Waffen. Einen habe ich schon gut geschwächt, den anderen glaube ich. Durchschnittsschaden ist bei mir 100. Und ja, den habe ich glaube ich schon gut geschwächt, 300. Ja. Hammer. Ja, Hammer. Ist für dich, ne? Schreitkolben, Hammer oder? Ja, was gibt's denn da? Warte mal, nochmal kurz gucken. Ist da ein Streitkolben? Ich denke mal, das zählt der Streitkolben, der Hammer. Warte, ich guck mal kurz nach. Moment. Hammer. Jo, Streitkolben Stufe 3. Oh, ich weiß jetzt aber, der ist auf jeden Fall schlechter. Komm mal kurz in den Bildschirm. Ein Moment. Ich nehme ihn auf die Taste. Boah, hier, wie komme ich da rein? Ja, mach das doch gleich. Komm noch mal kurz hier in den Bildschirm. Komm. Danke. Weil das Vieh hat nur einen Schlag gebraucht. Das ist mein neuer Hammer. Ja, geht da unten prügeln. Achtung, in den Kisten ist einer links. Hier unter uns. Ja, ich gehe auf den rechts und du links oder so, oder? Du gehst auf beide, ich mach gar nichts. Der schläft doch. Jetzt ist er aufgewacht. Treffe ich den oder treffe ich die Kiste? Aua. Boah, lieber du als ich, weil ich habe einen sehr weiten Weg. Käse? Wie viel Käse hast du?
gleich nicht mehr so viel. Okay, dann nehme ich den, weil dann kann ich nämlich auch mal was essen. Ich will nämlich auch mal. So, ich habe jetzt nämlich keinen mehr. Dahin, oder? Ja, ich gehe erstmal dahin, oder? Oh. Ich bin eine Etage rüber. Von der Etage, da fallen... Oh nein, Ameisen. Du bist jetzt nicht runtergefallen. Ne, töte mal nichts, wenn es geht. Du bist jetzt nicht runtergefallen, ne? Ne, ich bin eine Etage hoch und dann rein. Das ist jetzt ein richtiger Ameisen. Stellt euch vor, das liest das Java-Mann vor. Du bist tot. Schon mal von einem Ding namens Aufzug gehört? Fährt hoch und runter. Man kann mitfahren. Also das klang bei weitem nicht so erotisch wie meine Stimme. Darum sagte ich, stellt euch vor, dass ihr das Java vorliest. Das ist aber lieb von dir. Ich fahre einfach mal ein bisschen mit dem Aufzug rum, dass ich mal nochmal oben sehe, ob das nach oben weit geht. Ja, ich muss jetzt nochmal mit dem ersten Aufzug fahren. Ja, ich fahre ja eh nur mit dem Aufzug. Ich fahre hier. Okay, ganz oben ist ein Ork, der hoffentlich jetzt nicht auf den Aufzug springt. Nein, böse auf. Das sieht so aus, als ob wir dann wieder ganz oben wären, wie am Anfang praktisch. Also so ungefähr. Dann geht's halt noch nach rechts weiter, da ist so ein Termitenhügel gewesen. Das, wo du versucht hast hinzuspringen, wo du gefailt hast. Und ganz unten sind Stacheln und ein Weg nach links. Mit noch einem Aufzug. Ja, ich weiß, da bin ich. Boah, jetzt haben wir aber viele Wege. Wir haben jetzt vier Wege zu Hause. Warte, ich guck mal kurz, was hier ist. Wie sieht's denn mit K aus? Ja, ich sehe es auch gerade, bei K kann man es auch sehen. Ja, also ich bin jetzt gerade hier drin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang, oder? Also wie gesagt, ganz oben ist ein Weg nach links. Ein über mir ist auch ein Weg nach rechts zu so einem Termitenhügel voller Ameisen, den habe ich noch gar nicht erkundet und ja, weiter unten ist halt noch ein Aufzug. Ja, ich muss jetzt immer auf diesen scheiß Aufzug hier warten, ne? Naja, riskier am besten nix. Oh, tschüss. Ja, kommst du wieder hoch. Siehst du da links? Ja, ja. Ich bin doch gerade hier runtergefallen. Stimmt. Richtig. Ich dachte, du bist anders. Ach, egal. Wow. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war knapp. Ah, geil, Dialog. Jetzt bestimmt sagt... Oh, oh Alter. Oh. Entweder kommt hier eine Leiter oder uns fällt gleich was von oben runter. Okay. Was du? Geil. Du bemerkst deine Leiter, die zu einem Goblin-Schwesternheim führt. Was? Alter, ich will komplett schwicken. Warte noch. Nein, ich geh. Nein! Alter! Ich will's auch gucken. Ah. Jetzt bräuchten wir die Fähigkeit, wie hieß sie noch? Fliegen hieß sie, glaube ich. Aber wie geil das ist. Ohne Scheiß, ich finde das richtig witzig. Okay, aber den Weg können wir schon mal abhaken, würde ich mal sagen, ne? Ja, da war jetzt nichts mehr, ne? Ja. Hä, hey, wo ist der Aufzug hin? Hallo? Und der stirbt auch noch! Natürlich, ich bin da dran vorbeigeflogen! Aber richtig gechillt von dir, muss ich ja mal loben. Oh, hallo. Du machst ja wieder so ein Dings, wieder so ein Zusammenschnitt, oder? Perfekt. Könnt ihr gerne mal auf meinen Kanal gehen, die von Curry. Ja, entweder ihr geht auf seinen Kanal und guckt euch das nach, oder ihr guckt bei mir in der Playlist, Fanvideos nennt die sich, da sind schon deine Zusammenschnitte drin. Zumindest die beiden, die er bis jetzt released hat. Ja, mehr haben wir ja noch nicht geschafft. Genau. Aber was heißt denn hier Fanvideos? Bin ich dein Fan, oder was? Ja, ich nenne es jetzt einfach Fanvideos, so Zusammenschnitte und so. Ja. Dabei bist du eigentlich der Fan von mir, deswegen ist das Fanvideos, weil du so ein Fan von mir bist. Genau. Gehen wir dann mal nach ganz oben oder? Also ich würde einen der oberen Wege jetzt bevorzugen. Ich fahre jetzt hier die ganze Zeit Aufstuhl, weil es Spaß macht. Ich fahre auch im privaten Leben gerne Fahrstuhl, mal so eine private Information rauszuhauen. Ja, mir wurde der Fahrstuhl jetzt schon 2-3 Mal empfohlen vom Spielleiter. Also, was meinst du, ganz oben oder Mitte oben? Mitte oben, oder? Ja, Mitte oben waren Ameisen, ganz oben ist Orks oder Goblins. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.